Ja, was ändert sich für uns als Betreuer ganz konkret, ist jetzt natürlich die ganz große Frage. Wenn ich meine Betreuung so angucke, wird sich eigentlich kaum etwas ändern oder eigentlich nichts ändern. Also wenn und solange der Mensch in der Lage ist, seinen Willen und seinen Wunsch zu äußern, da habe ich den als Betreuerin ja sowieso schon immer beachtet. Und jetzt wurde also auch in vielen Artikeln, die ich dazu so gelesen habe, das so dargestellt, so nach dem Motto, ja, bisher musste ja der betreute Mensch beim Betreuer bitte, bitte machen und um sein Taschengeld betteln und konnte ja gar nicht mehr über sein Geld verfügen. Und da muss ich nur sagen, also das ist ja überhaupt nicht zutreffend. Denn auch bisher ist es ja so, dass also die allermeisten Betreuten, also zumindest bei meinen Betreuten ist es so, können ja völlig frei über ihr Geld verfügen. Also beschränkt ist es ja wirklich nur dann, wenn es einen Einwilligungsvorbehalt gibt und den gibt es ja auch nicht ohne Grund. Oder eben, wenn die Person tatsächlich geschäftsunfähig ist, was ja höchst selten nur der Fall ist.